Aha. Komm heilen. Wäre blöd, wenn ich mit... Was war das? Einem halbtoten Pokémon. Einem halbtoten Scarler, ja eben. Gegen den Super Secret Endboss ankämpfen müsste. Da jetzt spoilerte. Nicht wahr sein. Was denn? Ich meine, wir haben noch Jakira vor uns, also. Wenn der kämpfen will, weiß ich gar nicht. Ah, exakt 33 Stunden. Schön. Ich versuche gerade irgendwie jegliche Andeutung von Spoilern rauszunehmen und du sagst jetzt schon wieder irgendeinen Kram. Kann nicht wahr sein. Ja, ich vermute mal, dass wir nicht gegen Jakira kämpfen, aber es bisher noch nicht getan haben. Und der wohl nur so... Huch, wo ist der Kerl hin? Tja. Also der Aufzug ist schon mal weg. Also ich möchte auch den hier nehmen. Komm in meine Kapsel. Es geht noch weiter nach oben. Alter, Ding ist doch verdammt pompös. Pompös, ja. Pompös. Alter. Hör mal, das, nur um da oben so ein kleines... Ja, gut, ja. Katzen. Quasi. Mit 8 Frame Animation im Hintergrund. Du bist spät dran, Vego. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Da kreidet dich erledigt. Wie auch immer, du bist Team Crypto eine Entschädigung schuldig. Das siehst du doch hoffentlich ein. Du wirst in diesem Kolosseum kämpfen, um die Schäden wieder gut zu machen, die du angerichtet hast. Ich erwarte von dir einen Kampf, der unser Publikum begeistert. Hahaha. Wer guckt sie das eigentlich an? Das ist doch nicht Team Crypto da hinten auf dem Ring. So viel sind das doch gar nicht. Doch. Du bist nicht der Super Secret Endboss. Das ist ein Kolosseum da oben. Ah ja. Vor so einem Publikum wird man richtig nervös, oder? Ist das eine Frau eigentlich? Ja. Okay. Da darf man nichts verkehrt machen. Ich werde ganz einfach gewinnen. In Ordnung. Okay. Ramba. Ramba Zamba. Das Spiel, ne? Ich weiß gar nicht, warum das Kolosseum heißt. Mir auch nicht. Aber es sieht schön aus hier, so futuristisch irgendwie. Wenn auch vollkommen sinnleer. Alter, okay. Hat bestimmt nur 200.000 Milliarden Pokémon an Steuergeldern gekostet. Damit's. Beides Normal-Pokémon. Da kannst du aufpacken, wo du willst. Okay. Mache Würfel zu Sphäre, das nennt sich dann ein Ekler, okay. Ja. Lernst du doch in Mathematik immer so. Nur der Grundschule. Ich habe bis hier noch nie Würfel eingeekelt. Echt nicht? Echt nicht, nee. Was du denn zur Schule gegangen? Auf der Gemeinschaftsgrundschule. Boah. Ich war mit 5 schon an der Uni. Das glaub ich nicht. So, Bodycheck. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Schaden was woran macht. Hab übrigens keine Bälle mehr. Fällt mir gerade auf. Also zumindest keine Hyperbälle mehr, nur super. Danke, dass du das endlich weitergeführt hast, sonst hätte ich immer noch Höhe sagen müssen. So,
Super bleifrei. Ja. Bälle mit Blei ist ein bisschen. Polygon 2. Der hat sich gereimt. Bälle mit Blei ist Polygon 2. Das wird der beste Reim ever. Ja. Ich sehe schon die Videobeschreibung. Tust du nicht. Tust du nicht. Okay. Polygon 2 übrigens. Elektro behaupte ich mal ganz dreist. Jo, ist doch okay. Nicht unbedingt wie den Mantax draus. Achso, super, wow. Das. Ich habe den Fien nie gespielt, also. Also weder Polygon noch Polygon 2 noch Polygon Z, also. So, Pokémon Schwanz und Zangskorgler. Wie freundlich. Oh, es hat halt mit Schlitzer schwache Attacken. Und Durchbruch ist, glaube ich, ein bisschen was zu stark jetzt momentan. Also. Wer es irgendwelchen Runden Absorber hat, wohl. Blitz. Schaden kann es nicht. Es kann nur null Schaden machen. Schlitzer. Ein Giftstachel. Nice. Jetzt kann es auch nicht mehr vergiftet werden. Es paralysiert ist. Ah, oh, okay. Ich kann immer nur eine Statuswendung auf einmal haben. Auch gut. Was ist dieses Vieh? Sagen wir so. Es hat Triplette drauf. Das ist so eine Attacke, die quasi. Das ist eine normale Attacke. Glaube ich, aber die ist so eine Attacke, die vereint in ihrem Sprite, also in ihrer Animation, Eis, Feuer und Elektro. Das Vieh kann dementsprechend, glaube ich, auch aus diesen drei Bereichen Attacken lernen. Ich meine, es ist irgendein. Das dürfte irgendeine Art Computerprogramm sein, das Vieh. Oder eben computermäßiges Teil eigentlich. Ja, gut möglich. Erste Porygon versteht man noch. Wäre es wirklich so aus wie so eine Art Polygone? So, die Frage ist jetzt, überlebt es? Nein, tut es nicht. Bar. War eigentlich fast zu erwarten, ne? Aber. Naja, ist halt ein Miltank. Ist auch ein normal Pokémon, also. Kann keine Milch geben, eben. Ist also nicht wirklich nützlich. Ja. Ach, Fleisch. Was? So war das nicht abgesprochen. Geld. Warum kriege ich jetzt zwischendrin Geld und nicht am Ende, wie in jedem richtigen vernünftigen Kolosseum? Weil du ja keine Viertelfinals und so hast, oder? Scheinbar. Wenn die Pokémon wenigstens geheilt, zwischenzeitlich. Du. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Reihe. Clerk. Clerk. Biker easy. Biker easy. Nein, sie werden nicht geheilt. Kann ich mir das erlauben? Eigentlich nicht. Was? Die Krypto-Pokémon jetzt allein zu sammeln. Nicht wirklich. Und vor allem absurd ist auch, was war das? Normal Unlicht oder sowas in der Art? Mhm. Unlicht habe ich schon. Eben. Normal brauche ich nicht.
Aber allzu lange wollte ich eigentlich auch nicht mehr machen. Ja, gucken wir mal. Da ich das nicht darauf vorbereitet war, dass ich nicht geheilt werde, werde ich wahrscheinlich umkommen. Und danach hören wir auf. So Heilung auch selten gesehen. Ja. Der trifft mit seinem Schweif auch nicht. Tja. Wie? Kein Kommentar? Nö, diesmal nicht. Oh, okay. Du bist ja unerwartet, also. Ach, diese epileptischen Leute auf diesen Tribünen. Mhm, die haben Spaß. Wunderschöne Hexagone, ja. Mein Kult geht auch mal an, das ist doch selbst für die damalige Zeit nicht wirklich zukunftsweisend gewesen. Mhm. Und wieder geschafft. Easy. Ich hatte zwar schon von dir gehört, aber nicht bis darüber nachgedacht, als alle sagen. Ah, okay. Und Nummer 3. So eine komische Parade hier. Du bist Vigo, oder? Ich habe mich schon darauf gefreut, dich kennenzulernen. Es ist nicht ganz unbeschreiblich, so auf einer Bühne kämpfen zu können. Wenn ich dich besiege, steige ich bestimmt in die Führungsriege auf. Sekunda. Mhm. Ja, ja. Feuer und Licht, glaube ich. Dürfte sogar stimmen, ja. Aha. Ja, Donnerblitz. Ein Gürtel über Boden, also bringt das nichts. Feuer. Ist Gürtel Feuerboden oder Feuergestein? Ich glaube eher Feuergestein. Egal. Und weg ist es. Sogar nur Typ Feuer. Oh, okay. Also es greift eine ganz schlechte Wahl. Ja, das heißt auch wieder. Also, hm. Ein eher Keifel wegen Schaufler. Ja. Schade, dass man nicht einsammeln kann, so wirklich sinnvoll. Mhm. Und extrem zu überleveln. Matschbombe, ja, nee. Mhm. Auch gut. Hm. Dann wird das wohl gewesen sein. Weil Ariadus sich wahrscheinlich auch nicht also dann halten dürfte.
komischen, zuckenden, hochgestellten Hinterbeinen. Oh nein, es brennt. Birte. Oh nein. Du wirst wirklich ziemlich passiv. Ich weiß, weil das mich mal plötzlich umschlägt. Ich kann schon wieder kaum noch aufbürsten. Mit Dampfkraft. Okay, dann hat sich das erledigt. Oder sollte ich sterben? Also, ne? Wir werden es sehen. Aber vor allem... Nein, mal nicht. Okay. Wir können jetzt aber auch nochmal speichern wenigstens, also... So. Gut, dann ist das erledigt. Ja. Jo, sind ja bald gekommen, ne? Eigentlich sogar schon, ne? Ne, so, so ziemlich viel senkrecht. Ja. Eigentlich gut. Nur senkrecht, aber... Ja, stimmt auch wieder. Nein, wir sind noch ein bisschen was nördlich gekommen. So 20, 30 Meter. Ja, komm. Also... Bis auf ein neues, ne? Du willst dich verabschieden? Doch, klar will ich das tun. Dann mach mal. Ciao. Ja.